Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir haben ja in Deutschland das niedrigste Lebensmittelpreisniveau mit etwa 10, gut 10% des Einkommens. Wir beide sind etwa gleich alt oder jung, wo wir aufgewachsen sind. Da hat man 50% des Einkommens für Essen und Trinken ausgegeben. Und ich weiß, die Christine Singer hat mit ihren vielen Kolleginnen Unterschriften gesammelt. Lebensmittel sind mehr wert. Und ich glaube, im Zuge dieser Diskussion und ihrer Arbeit, die sie in der Kommission machen, ist es auch immer wieder nötig, darauf hinzuweisen. Ich weiß selber nicht, wie wir es aktiv umsetzen können. Was nichts kostet, ist leider auch nichts wert. Und Stichwort, es wird ja in Deutschland, werden sehr viele Lebensmittel, ja, teilweise unnötig weggeschmissen. Aber das werden wir natürlich in der Kommission nicht alles lösen können. Aber ich glaube, zu der Gesamtdiskussion ist es ein wichtiger Punkt. Und der Herr Ja, Borchert, der Herr Borchert lacht, er löst das, glaube ich, alles. nein, um Gottes Willen. Also, wir haben genug zu tun mit den jetzigen Regelungen, aber ich stimme Ihnen zu, dass wir viel zu viel Lebensmittel wegwerfen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, wo wir in der Gesellschaft darauf hinwirken müssen, da mit Lebensmitteln anders umzugehen. Die sind wertvoller. Und ich stimme Ihnen völlig zu, dass Lebensmittel in Deutschland zu billig sind. Die tatsächlichen Kosten und der Wert der Lebensmittel wird in den Preisen nicht abgebildet. Ich warne nur davor, zu glauben, mit höheren Preisen wird automatisch auch die Einkommenssituation der Bauern besser. In Frankreich geben die Verbraucher sehr viel mehr Geld für Lebensmittel aus. Bei den Bauern geht es nicht besser als bei uns in Deutschland. Das heißt, wir müssen an den höheren Preisen auch sicherstellen, auch Wege finden, wie das Geld der höheren Preise dann auch bei den Bauern ankommt und nicht in den Zwischenstufen in Frankreich hängen bleibt. Denn uns hilft es nichts, wenn wir höhere Preise haben, aber das Geld nicht bei den Bauern ankommt. Und da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben. Das ist ein schwieriger Weg. Das zeigt für mich dann über die Entwicklung in Frankreich mit sehr viel höheren Kosten für den Verbraucher für Nahrungsmittel, aber in einer vergleichend schlechten Situation der Bauern. Die Margen werden dann verloren. Wir kommen gleich, Frau Singer, noch eine Ergänzung und dann kommen wir zum dritten Themenblock. Genau, ich wollte nur sagen zur Wertschätzung von Lebensmitteln. Das ist ja ein Thema, das die Landfrauen sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was ganz wichtig ist, besonders jetzt auch mit einfach Fleisch. Fleisch ist einfach, es ist ein Tier, das wird geschlachtet und dann ist es Fleisch. Und das dann, also, da muss man einfach, ich glaube, man muss es den Verbrauchern wirklich wieder verdeutlichen. Es ist man einem Tier schuldig, dass man es from nose to tail, dass man das ganze Tier verwertet und aufisst. Und dieses ganze Thema Lebensmittel wegschmeißen, Lebensmittel zu gut für die Tonne. Es gibt tausend Aktionen. Ich glaube, das geht einfach nur, dass man die Wertschätzung wieder vermittelt, indem wir den Leuten wieder vermitteln, wie werden Lebensmittel erzeugt, wie werden Tiere gehalten, dass man auch verdeutlicht, ist, die Landwirtschaft schaut darauf, dass es Tierwohl gibt, dass es den Tieren gut geht. Also das ist für mich so ein Kreislauf, das gehört alles zusammen und dieses Problem muss man im Gesamten angehen. Ja, das Da kenne ich gibt es eigentlich dann immer nur von Gourmet-Köchen. für mich dann immer noch eine politische Frage. Ich habe den Eindruck, dass ein nicht geringer Teil der Lebensmittel weggeworfen wird, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Und da, glaube ich, brauchen wir andere Regelungen, denn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet ja nicht, dass das Produkt am nächsten Tag schlecht ist, sondern es ist ja noch viel länger haltbar. Und da haben wir eine völlig falsche Einstellung der Gesellschaft. Ich halte dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ja, für eine Entwicklung, die mit dazu beigetragen hat, dass viele Lebensmittel entsorgt werden und nicht gegessen werden. Das ist ja überhaupt ein großes Problem, Herr Borchert, weil, also, ich bin Hauswirtschaftsmeisterin und uns hat man gelernt, die Sensorik ist wichtig. Und das ist Ja. was wir völlig abtrainiert bekommen haben. Es gibt für alles ein Gesetz und so ist es dann. Und dass der Mensch seine eigenen Sinne einsetzt, das haben wir verloren. Und das ist was ganz, was Wichtiges, was wir den Kindern vermitteln wollen. Einfach die eigenen Sinne einsetzen und selber denken. Und das ist, glaube ich, was ganz, was Wichtiges, was wir bei dem Thema Wertschätzung für Lebensmittel unbedingt brauchen. Da braucht man einfach den Schulterschluss mit der Gesellschaft und da braucht man die Gesellschaft als Unterstützer. Lebensmittel müssen was wert sein, weil sie einfach
Das ist ein Prozess, das wir arbeiten mit der Natur. Und das muss uns alle wichtig sein. Und das ist einfach, das ist die Leidenschaft von uns Landfrauen, das zu vermitteln. Wir haben natürlich auch Regelungen, die unsinnig sind. Ich habe heute gerade wieder auf einem Glas Honig gesehen, dass auf einem Glas Honig einfach ein Mindesthaltbarkeitsdatum steht. Da ich den Honig gern esse, wenn er nicht mehr so flüssig ist, sondern etwas körnig geworden ist, esse ich im Kern immer Honig, der schon längst über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus ist. Ich weiß gar nicht, wo der Honig schlecht werden soll, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Da könnte man noch eine ganze Reihe anderer Produkte anführen, bei denen es völlig unsinnig ist, mit solchen Angaben zu arbeiten.